In Madrid findet am Samstag das rein englische Finale der Champions League statt. Jürgen Klopps Mannschaft Liverpool trifft auf Tottenham Hotspur. Viele der Fans sind schon angereist und verbringen das Wochenende in der spanischen Hauptstadt, wo sie sich im Vorfeld des Finales sogar mit dem heiß begehrten Pokal fotografieren können. Es ist wie ein Traum, um ehrlich zu sein. Ich hätte nie geglaubt, dass Tottenham es ins Finale der Champions League schafft. Hier im Fanpark zu sein mit meiner Familie, das ist wie ein Traum. Ich glaube, beide Teams werden offensiv spielen. Jeder will gewinnen, also wird es auf jeden Fall ein gutes Spiel. Allein aus Großbritannien werden 80.000 Fans erwartet, von denen nur 32.000 Tickets für das große Spiel haben. Die Jagd nach einem Platz im Stadion ist in vollem Gange. Ich habe gerade mit einem Mann da drüben gesprochen und er will 2.000 und 3.000 Euro für Tickets. Ich war schon gestern hier und sah, wie Jungs mit gefälschten Tickets verhaftet wurden. Am Samstag wird es nach dem Finale glückliche und traurige Gesichter geben, aber im Moment ist Madrid eine einzige große Fußballparty.